Wenn wir gute Beziehungen zu Menschen haben wollen, dann müssen wir erkennen, was in ihrem Leben wirklich Sünde ist, die angesprochen werden muss, und was bloß unsere Meinungen oder Vorlieben sind. Handelt es sich um Letzteres, dann sollten wir lernen, andere so anzunehmen, wie sie sind. Wenn Gott sie verändern möchte, dann müssen wir das ihm überlassen. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, uns selbst von Gott verändern zu lassen. Vielleicht fragt ihr euch, was dieses schrecklich aussehende rote Ding hier ist. Ich habe mein Team gebeten, es mir zu besorgen. Und zwar ist das mein Fehlerfindeglas. Ich glaube, wir alle haben so eines. Vielleicht sieht eures nicht ganz so unausstehlich aus wie meines. Ist ja auch nur zur Veranschaulichung. Wisst ihr, Dave hat ein Fernglas und manchmal sitzt er am Fenster und schaut sich beispielsweise ein Reh an, das weit entfernt auf der anderen Seite des Feldes steht. Das Fernglas bringt es nah heran. Das gab mir die Idee, darüber zu sprechen, dass wir alle ein Fehlerfindeglas haben, mit dem wir andere Menschen ins Visier nehmen und sie dann ganz genau inspizieren. Wer von euch kann das gut, die Fehler bei anderen finden? Na kommt, ein echtes Bekenntnis ist befreiend. Wisst ihr, wie ich mir die Zeit vertrieb, als ich meinen christlichen Glauben noch eher vorspielte als vorlebte? Ich ging gerne ins Einkaufszentrum und setzte mich auf eine Bank, nur um Menschen zu beobachten und zu beurteilen. Ich beobachtete sie und fragte mich Dinge wie: Was macht denn dieser gut aussehende Kerl mit einer Frau wie ihr? Nee, das ist ja wohl die abgefahrenste Frisur, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh, das ist ja kaum zu fassen, was die da für ein Outfit trägt. Haben wir nicht genügend eigene Angelegenheiten, um die wir uns kümmern sollten? Heutzutage bin ich ein sehr positiver Mensch, aber das muss ich mir bewusst vornehmen. Von Natur aus neige ich nicht dazu. Ich könnte vermutlich an allem etwas auszusetzen haben, würde ich mich nicht dagegen entscheiden. Wisst ihr warum? Weil es vermutlich an allem auch etwas auszusetzen gibt. Wer nach der perfekten Kirche sucht, dem perfekten Freund, dem perfekten Job, dem perfekten Ehepartner, dem perfekten Teenager, tja, der wird gewaltig enttäuscht werden. Guess what? You're just gonna be disappointed. Und zwar immer wieder. Deshalb müssen wir uns an das erinnern, was die Bibel lehrt, nämlich, dass wir andere Menschen nicht verurteilen und kritisieren sollen. Es gibt sogar einen Vers, in dem es heißt: Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten. Andere Verse empfehlen, dass wir uns mit unserer Meinung zurückhalten sollen. Damit ist nicht gemeint, dass wir überhaupt keine Meinung haben dürfen. Es ist unmöglich, in dieser Welt zu leben, ohne eine Meinung zu haben, aber wir müssen unsere Meinung nicht an jeder Ecke unaufgefordert mitteilen. Meistens wollen Menschen sie nämlich gar nicht hören, nicht einmal, wenn sie danach fragen. Stimmt die Antwort nicht mit dem überein, was sie hören wollen, lehnen sie diese ab, oder? Dave und ich sind seit 50 Jahren verheiratet, fast 51 Jahren. Wenn man so lange verheiratet ist, hat man viele solcher Situationen erlebt. Gerade heute war wieder so eine Situation. Dave kam und zeigte mir, was er angezogen hatte, eine karierte Jacke über einem gepunkteten Hemd. Es hatte so kleine Pünktchen. Nun wollte er meine Meinung dazu hören und ich sagte, nein, das geht gar nicht. Zugegeben, ich lerne immer noch, mich in solchen Situationen geschickter auszudrücken. Ich habe nicht gesagt, oh Liebling, du siehst immer hervorragend aus, nur diese Kombination steht dir nicht so gut. Stattdessen sagte ich, das geht gar nicht, das sieht schrecklich aus, das kannst du nicht tragen. Er reagierte defensiv, wieso? Was ist denn daran auszusetzen? Daraufhin sagte ich, warum fragst du mich überhaupt nach meiner Meinung, wenn du sowieso nie tust, was ich dir sage? Findet ihr nicht auch irritierend, wenn Menschen euch nach eurer Meinung fragen, sie aber gar nicht hören wollen?
Im Ernst? Wenn ich morgens sage, es sieht nach Sonnenschein aus, sagt er, nein, dem Wetterbericht zufolge soll es regnen. Wenn ich sage, es regnet heute, sagt er, nein, schau, die Sonne scheint. Wir kommen erheblich besser klar als andere Paare. Verurteilung und Kritik. Zunächst einmal die Frage, ist jede Kritik falsch? Ich kann euch jetzt schon sagen, dass einigen von euch die ersten 10 Minuten dieses Vortrags nicht gefallen werden. Aber wir müssen das hören. Also, uninformierte, ungerechte Kritik ist auf jeden Fall immer falsch. Es ist immer falsch, voreilig Kritik zu äußern, nur auf Hörensagen hin oder nach oberflächlicher Betrachtung, ohne alle Fakten zu kennen. Vor einer solchen Kritik warnt Jesus uns. Schauen wir uns die Bibelstelle mal an, Johannes 7, Vers 24. Denkt darüber nach und richtet nicht nach dem äußeren Schein, sondern richtet gerecht. Wir dürfen uns kein voreiliges Urteil bilden, sondern müssen fair bleiben. Anders gesagt, lernt Menschen richtig kennen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, Menschen kennenzulernen, bevor wir uns einbilden, ihr Handeln beurteilen zu können. Es ist so leicht, etwas oberflächlich zu betrachten und nach dem äußeren Schein zu richten. Seid ihr schon mal einem Menschen begegnet und habt nach 3 Minuten entschieden, dass ihr ihn nicht mögt? Ich ja. Da beschließt man im Prinzip, du bist jetzt schon bei mir unten durch, ich werde dich nicht mögen. Wenn so ein voreiliges Urteil zwischen Frauen gefällt wird, kann es daran liegen, dass die andere Frau besser aussieht als man selbst oder die Figur hat, die man sich wünscht. Zwischen Männern hat der andere vielleicht die Muskeln oder das Auto, das man gern hätte. Es ist erstaunlich, was wir lernen können, wenn wir lange genug innehalten, um uns zu fragen, warum verspüre ich diese Abneigung? Was ist der Grund für meine Gefühle? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon unzählige Male von Menschen abgeurteilt worden. Und das gehört zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, die man machen kann. Es ist erstaunlich, wie schnell Menschen über etwas urteilen, von dem sie keine Ahnung haben. Viel Kritik und Verurteilung ist das Ergebnis von Neid. Menschen verurteilen einen für das, was man hat oder was man tut. Dabei sind sie eigentlich nur neidisch. Ich sage oft, verurteilt mich nicht für das, was ich habe, wenn ihr nicht bereit seid, das Gleiche zu tun wie ich, um es zu bekommen. Amen. Diese Art von Kritik ist also immer falsch. Wenn wir uns eine Meinung bilden wollen, dann müssen wir gut informiert sein und das braucht Zeit. Zeit. Allerdings ruft uns die Bibel schon dazu auf, mit Christen, das gilt also nur für Christen und nicht für andere Menschen, wieder auf den richtigen Weg zu bringen, wenn sie sich falsch verhalten. Das schreibt Paulus in 1. Korinther 5. Ich weiß nicht, wie gut ihr diese Verse kennt. Das sind Verse, über die nicht so häufig gelehrt wird. Dort sagt Paulus, dass es nicht an uns ist, die Welt zu richten. Das sollen wir Gott überlassen. Aber es ist unsere Aufgabe, Christen zu korrigieren, die falsch leben. Ziel der Korrektur sollte es sein, dass sie aufrichtig Buße tun und heil werden. Ich glaube, dass wir Christen heutzutage viel Kritik an den Menschen in der Gesellschaft üben, die Gott überhaupt nicht kennen, dabei aber eine Menge Fehlverhalten innerhalb der Kirche unter den Teppich kehren und meinen, das sei ein Ausdruck von Liebe. Es tut mir leid, das so unverblümt zu sagen, aber das muss gesagt werden. Und mit Kirche meine ich nicht eure oder meine Kirche, sondern die christliche Gemeinde allgemein. Die Kirche sollte ein heiliger Ort sein, zu dem verletzte und kaputte Menschen, die gesündigt haben, kommen können, um ihre Sünden zu bereinigen und seelisch heil zu werden. Und ja, das erfordert viel Geduld und Liebe von uns. Aber die Kirche sollte kein Ort für Menschen sein, die offen in Sünde leben und nicht die Absicht haben, daran etwas zu ändern. Sie wollen sich nicht ändern, sondern nur die Vorzüge des Gemeindelebens genießen
Sie wollen, dass andere ihnen auf die Schulter klopfen und nie auf die Füße treten. Ich will euch sagen, warum Paulus Einwände dagegen hatte. Ich weiß ja, dass dieser Vortrag im Fernsehen auf der ganzen Welt ausgestrahlt wird. Deshalb habe ich mir gedacht, informiere ich mich erstmal, bevor ich mich hier hinstelle und darüber rede. Der Grund für Paulus harte Worte. Er ging sogar so weit, dazu aufzurufen, bestimmte Menschen aus der Kirche auszuschließen, ist folgender: Das, was uns umgibt, beeinflusst uns. Schlechtes Verhalten ist viel ansteckender als vorbildliches Verhalten. Wenn jemand krank ist, kann man sich bei ihm anstecken, während Gesundheit etwas ist, woran man bewusst arbeiten muss. Hält man sich in der Nähe eines Menschen auf, der eine schlimme Grippe hat, muss man schon ein starkes Immunsystem haben, um sich nicht anzustecken. Im Gegensatz dazu kann man den ganzen Tag mit einem gesunden Menschen verbringen. Seine Gesundheit bekommt man jedoch nur durch eigene Entscheidungen. Deswegen sagt Paulus, wir wollen zwar, dass Menschen die Wahrheit erkennen und nicht verloren gehen, aber wir wollen nicht, dass sie die Kirche infizieren. Das kann großen Schaden anrichten. Die Sache ist nämlich die: Wenn die Gemeindeleitung schlechtes Verhalten duldet, vermittelt das den restlichen Mitgliedern, es muss wohl in Ordnung sein, das zu tun. Dann entschließen sie sich, ähnlich zu handeln, und bevor man sich's versieht, arten die Dinge aus. Wohlgemerkt, ich meine damit nicht, und das ist ein kniffliger Punkt, dass wir Menschen nicht zur Seite stehen, um sie auf einen guten Kurs zu bringen. Menschen, die sich verändern wollen, dürfen wir nicht abweisen. Ich selbst war früher total kaputt, aufgrund des Missbrauchs durch meinen Vater und einer ungesunden Ehe zwischen 18 und 23. Ich war so verletzt, dass ich gar nicht wusste, wie man gute Beziehungen führt. Ich rastete schnell aus, ich war manipulativ und beherrschend. Ich hatte so ziemlich jedes Problem, das man sich vorstellen kann. Und ich bin dankbar, dass Dave so freundlich und geduldig und nachsichtig mit mir war, mich einfach immer weiter zu lieben und zu lieben. Ich benahm mich wirklich nicht sehr vorbildlich. Dave korrigierte mich durchaus manchmal, wenn mein Verhalten besonders schlimm war. Aber aus irgendeinem Grund kannte er mein Herz. Er wusste, dass ich mich verändern wollte. Er wusste, dass ich wachsen und mich bessern wollte. Ich glaube, danach müssen wir in Menschen Ausschau halten. Solange sich jemand verändern will, solange jemand wachsen will, habt Geduld mit ihm, selbst wenn er viele Probleme hat, die er nur schwer in den Griff bekommt. Aber wir dürfen uns nicht davor scheuen, Sünde auch Sünde zu nennen. Wir können Sünde verurteilen, ohne die Person zu verurteilen. Der nächste Vers, den ich vorlesen möchte, ist Matthäus 18, Vers 15. Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Das machen wir gerne, oder? Aber gemeint ist unter vier Augen, das heißt, nicht hinter ihrem Rücken. Kommt, wir dürfen nicht über andere herziehen. Ich sagte, wir dürfen nicht über andere herziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wisst ihr, wie viel leichter man es als Führungskraft hätte, wenn die Menschen, die für einen arbeiten, ihre Probleme direkt miteinander bereinigen würden, statt mit anderen Kollegen darüber zu tratschen? Wisst ihr, was passiert, wenn man zu tratschen beginnt? Streit entsteht. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geht noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt, oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer. Mit denen wollte man damals nichts zu tun haben. Jetzt zu 1. Korinther 5, Verse 1 und 2, wo Paulus schreibt, ich kann kaum glauben, was mir über die Unzucht unter euch berichtet wird. So schlimme Dinge, dass nicht einmal die Menschen, die Gott nicht kennen, so etwas tun. Ich habe gehört, dass ihr einen Mann in eurer Gemeinde habt, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebt.
Das war also eine Situation des Inzests und Paulus hatte gehört, wie die Gemeinde damit umging. Und ihr seid stolz auf euch. Warum tragt ihr nicht Trauer vor Kummer und Scham? Und warum habt ihr den Mann, der so lebt, nicht aus eurer Gemeinschaft ausgeschlossen? Da gab es also eine inzestuöse Beziehung unter aktiven Gemeindemitgliedern und die Gemeinde duldete es einfach, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Das rief Paulus zur Rechtweisung hervor. Ihr solltet euch schämen, bildet euch ja nichts ein. Vielleicht war die Gemeinde am Wachsen, vielleicht hatte sie ein großartiges Musikteam, ich weiß nicht genau, was es war, aber auf jeden Fall waren sie mächtig stolz auf sich. Deswegen schrieb Paulus, ihr habt nichts, worauf ihr stolz sein könnt. Kümmert euch um diese Situation in eurer Gemeinde. Ihr müsst sie klären. Und wisst ihr was? Heute sehen wir die Kirche nicht mehr als einen Ort an, der das Sagen über unser Leben hat. Doch eigentlich sollte es so sein. Ursprünglich sollte die Kirche von liebenden Menschen geleitet werden, die anderen halfen zu wachsen und sich zu verändern, wozu auch gehörte, aus Liebe und Fürsorge heraus bestimmte Probleme zur Sprache zu bringen. Ich weiß, die Kirche funktioniert heute nicht immer so, aber wir müssen uns die Bereitschaft bewahren, korrigiert zu werden, solange die Korrektur aus der richtigen Haltung heraus geschieht. Wir dürfen uns nicht in erster Linie von unseren Gefühlen und Gedanken leiten lassen, sondern sollten uns immer fragen, was sagt Gott in der Bibel dazu? Es geht nicht darum, wie wir uns fühlen oder was wir wollen. Es geht darum, was Gott sagt. Und wenn Gott etwas in der Bibel sagt, dann dürfen wir nicht versuchen, es uns nach Belieben zurechtzubiegen. Das, was geschrieben steht, steht geschrieben. Ich will euch keine Angst machen, aber Jesus kommt wieder und jeder von uns wird für sein Leben Rechenschaft ablegen müssen. Wir, die wir eine Leitungsfunktion in der Kirche haben, sollten Menschen auf diesen Tag vorbereiten. Warum neigen wir dazu, andere zu verurteilen und zu kritisieren? Bestimmt kennen einige von euch die Antwort. Sie fängt an mit einem S. Stolz. Genau, Stolz. Wir verurteilen andere Menschen nur, weil wir uns selbst für etwas Besseres halten. Wir sehen, was andere tun und denken, dass wir so etwas nie tun würden. Oder wir meinen, mehr zu wissen als sie. Stolz bildet die Grundlage für jedes voreilige Urteil. Mir gefällt besonders, was Paulus dazu in Römer 2, Vers 1 sagt. Du tust genau dasselbe wie diejenigen, die du für ihr Verhalten verurteilst. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass wir andere für dasselbe verurteilen, das wir selbst auch tun? Weil wir sie durch unser Fehlersucheglas betrachten. Für uns selbst hingegen finden wir immer eine Ausrede. Wenn wir es tun, dann gibt es dafür einen triftigen Grund. Aber wenn jemand anders es tut, dann gibt es dafür keine Entschuldigung. Ich war nur so, weil ich gerade einen schlechten Tag hatte oder weil der Verkehr so schlimm war. Für dich gibt es keine Entschuldigung. Aber hier ist der Grund, warum ich mich so verhalten habe. Wir müssen anderen gegenüber genauso viel Verständnis aufbringen wie für uns selbst. In Römer 12, Vers 3 legt Paulus das sehr gut dar. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst. Wir sollten uns nichts einbilden und uns keine Sonderstellung zugestehen. Wisst ihr, ich sage mir ungefähr 10-mal am Tag, Joyce, du bist nichts ohne Gott. Wir müssen uns bewusst daran erinnern, denn unsere menschliche Natur denkt schnell, das muss an mir liegen, ich hab's wirklich drauf. Besonders, wenn man schon einige Erfolgserfahrungen auf dem Konto hat. Wenn ihr ein Erfolgserlebnis hattet, drückt ihr dann nicht auch anderen euer Erfolgsrezept auf? Come on. Wenn eine Diät bei euch gut funktioniert hat, meint ihr, dass alle die gleiche Diät machen sollten. Come on. Wenn ihr keinen Zucker mehr esst, dann sollte auch niemand anders auf der Welt mehr Zucker essen. Wir haben ein kleines Erfolgserlebnis und vergessen ganz schnell, dass Gott es uns geschenkt hat. Stattdessen heimsen wir die Lorbeeren ein und machen uns daran, andere zu belehren. So würde ich das tun. Ich verstehe nicht, warum dir das immer noch zu schaffen macht. Echt jetzt? Immer noch? Du hast das immer noch nicht im Griff? Wie? Du betest nur 10 Minuten am Tag? Was?
Wieso? Wie lange betest du denn? Nun, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf und bete bis 9. Oh, sei doch nicht so aufgeblasen. Hätte Gott dir nicht die Gnade geschenkt, um 5 Uhr aufzustehen und bis 9 zu beten, würdest du genauso lange schlafen wie andere auch. Also rechne dir Gottes Leistung nicht als Verdienst an. Paulus schreibt, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst, bildet euch nichts ein, seid nicht aufgeblasen und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Ich will jetzt nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber nach Vers 3 geht es noch weiter. Das ganze 12. Kapitel des Römerbriefs ist ein phänomenales Kapitel in der Bibel. In diesem einen Kapitel stecken 12 verschiedene Lebenslektionen. Paulus spricht dort über die verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, die wir haben. Sie wurden uns von Gott gegeben. Das wissen wir eigentlich auch. Ihr versteht alle, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich nicht singen kann. Gott hat mich in diesem Bereich nicht begabt, also kann ich nicht singen. Kein Sänger würde mich dafür verurteilen, dass ich nicht singen kann. Sie verstehen, dass mir die nötige Begabung fehlt. Aber es gibt andere Dinge, für die wir Menschen verurteilen, weil wir nicht verstehen, warum sie etwas nicht hinbekommen, das uns so leicht fällt. Zum Beispiel, jemand, der Dinge von Natur aus sehr schnell erledigt, hat vielleicht keine Geduld mit Menschen, die sehr langsam sind. Wie viele rasante Menschen haben wir heute hier? Es fällt euch leicht, Entscheidungen schnell zu treffen. Ich selbst gehöre auch dazu. Ich treffe Entscheidungen oft aus dem Bauch heraus. Und meistens treffen sie ins Schwarze. Das ist einfach eine Gabe, die Gott mir für meine Arbeit gegeben hat. Aber dann gibt es Menschen, die fragt man so etwas Simples wie, wo würdest du denn heute gerne essen? Jetzt zeigt ihr aufeinander. Kommt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott uns meistens mit Menschen zusammenstellt, die anders sind als wir? Warum? Nicht, damit wir uns streiten, sondern weil der andere etwas hat, das uns fehlt, und weil wir etwas haben, das dem anderen fehlt. Wenn wir lernen, in Liebe zu leben, dann können wir einander ermutigen und müssen uns nicht gegenseitig durch ständige Kritik herunterziehen. Sicher, es gibt Dinge, bei denen wir andere zur Rede stellen sollten. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber das müssen Dinge sein, die in der Bibel eindeutig als Sünde bezeichnet werden. Nicht nur unsere persönlichen Vorlieben oder Meinungen, was andere tun und lassen sollten. Zum Beispiel würde ich es mir sehr genau überlegen, bevor ich anderen Eltern sage, wie sie ihre Kinder zu erziehen haben. Erstens, das sind nicht meine Kinder, es sind ihre Kinder. Und zweitens, meinen Kindern geht es heute zwar gut, aber ich war nicht unbedingt die beste Mutter. Meine Eltern haben mir zum Beispiel nie etwas vorgelesen, also wusste ich nicht, dass das gut ist für Kinder. Jetzt sehe ich, wie meine Kinder ihren Kindern Dinge vorlesen. Und ich wünschte mir, ich hätte es damals auch getan. Ich habe nämlich ein paar Kinder, die nicht lesen mögen. Hätte ich ihnen etwas vorgelesen, wären sie vielleicht auf den Geschmack gekommen. Aber wisst ihr was? Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen und es ungeschehen machen. Ich kann Gott nur bitten, noch etwas Gutes aus meinen Fehlern zu machen, was er auch tut. Auf jeden Fall gilt, bevor wir andere belehren, sollten wir uns ehrlich überlegen, was wir selbst nicht so gut können. Amen. Jeder kann einiges gut und anderes nicht so gut. Wisst ihr, als Dave und ich heirateten, da machte ich mich natürlich sofort daran, ohne dass es mir bewusst war, ihn zu verändern. Und ich möchte euch, lieben Menschen, die ihr immer noch versucht, euren Ehepartner oder euren erhofften Ehepartner zu verändern, etwas sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich kann euch eine Menge Zeit und Herzeleid ersparen, indem ich euch sage, dass das nicht funktioniert. Wisst ihr, Dave liebt jeden Sport. Wenn es hüpft, liebt Dave es. Mir dagegen ist Sport völlig egal. Mir ist anderes wichtig.
Bei Dave ist es nicht ungewöhnlich, dass er sich ein Spiel im Fernsehen ansieht, gleichzeitig einem weiteren Spiel im Radio zuhört und dabei seine Golfschläger poliert. Viele Jahre habe ich mich so sehr bemüht, ihn an diesem Punkt zu verändern, ihn dazu zu bringen, dieselben Interessen zu haben wie ich. Aber das war purer Egoismus. Ich sag euch was, wir können nicht alles kontrollieren. Und das müssen wir lieben lernen. Na, das ist ein Vortrag, den ich noch nicht gehalten habe, aber mir gefällt das als Titel. Lernt nicht die Kontrolle zu haben. Und es zu lieben. Gott sagt, das Einzige, was wir kontrollieren sollen, sind wir selbst. Gott hat uns nicht gesagt, dass wir andere beherrschen sollen. Er hat uns nur gesagt, dass wir uns selbst beherrschen sollen. Das heißt, wenn wir gute Beziehungen zu Menschen haben wollen, dann müssen wir erkennen, was in ihrem Leben wirklich Sünde ist, die angesprochen werden muss. Und was bloß unsere Meinungen oder Vorlieben sind. Handelt es sich um Letzteres, dann sollten wir lernen, andere so anzunehmen, wie sie sind. Wenn Gott sie verändern möchte, dann müssen wir das ihm überlassen. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, uns selbst von Gott verändern zu lassen. Es ist Zeit, dass wir unser Fehlerfindeglas absetzen und andere Menschen nicht mehr aburteilen. Falls sie selbst Zielscheibe von Kritik sind, dann antworten sie nicht mit Kritik. In der Bibel steht, überlass die Sache Gott, der gerecht richtet. Unser Zuschauerservice ist gerne für Sie da. Egal, ob Sie Fragen haben oder eine Bestellung aufgeben möchten. Schreiben Sie uns. Wir danken allen Spendern. Ohne Sie wäre diese Sendung nicht möglich. Möchten auch Sie mithelfen? Dann spenden Sie gerne einmalig oder unterstützen uns sogar monatlich. Ganz einfach unter joyce-meyer.de/mithelfen. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Ich musste zwei meiner Töchter hierher schicken, um in diesem Heim zu leben, damit sie eine gute Schulbildung bekommen und ein gutes Leben haben. Wenn sie nicht hier wären, würden sie auf der Straße leben. Jetzt haben sie eine Chance, sich ein Leben aufzubauen und sie sind in Sicherheit. Ich bin sehr glücklich und dankbar. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt, nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind.